Hallo, ich heiße Оля Бурдена und ich bin eine Bewohnerin der Stadt Чернівці. Unsere Stadt ist seit langem für ihre saubere Umwelt bekannt. Чернівці war immer ein Beispiel für andere Städte zu folgen. Aber ich bin vor kurzem in einem Park ausgegangen und habe ich bemerkt, dass die Anzahl der Straßenpflanzungen hat erheblich abgenommen. Außerdem hat der Zustand der Bäume sehr verschlechtert. Ich bin ein besorgter Bewohner unserer Stadt, deshalb kann ich diese Probleme nicht beachten. Und als Resultat habe ich mich entschieden, die kleinen Nachforschungen zu machen. Was ist der Grund für das Aussterben der Plantagen? Unsere Stadt kann man in vier Hauptgebiete teilen. Das sind Erholungsgebiet, Parkzone, Industriegebiet und Anthropogengebiet. Aber heute bleiben wir im Erholungsgebiet stehen. Der Zweck meiner Forschung ist die Analyse von Familien- und Altersmerkmalen und die Zustandanalyse von Straßenpflanzungen und Bäumen in diesem Gebiet. Der Gegenstand meiner Forschung sind die Krankheiten und die Scheidungsbewertung von Misteln. Nun, lass uns gehen. Jetzt bin ich im Erholungsgebiet von Чернівці. Nicht weit von hier fließt der Fluss Прут, der nun verschmutzt ist. Außerdem befinden sich hier ein kleiner Park und ein Spielplatz. Meinen Berechnungen nach wachsen in diesem Gebiet ungefähr 300 Bäume. Da sind Ahornbäume, Birken, Eichen, Weiber, Espen. Es gibt auch mehrere Tannen und Kiefern. Nachdem ich meine Forschungen gemacht hatte, bemerkte ich, dass die Straßenpflanzungen an verschiedenen Krankheiten leiden. Also, das sind Krebsgeschwüre. Und Holzfäule ist ein Oberbegriff für verschiedene Arten der Schädigung von Holzlebender. So, das ist Verformung. Also, das sind Tumoren und Schwellungen. Und das sind Mykosen. Da Pilze kein Chlorophyll enthalten, so leben sie saprophytisch oder parasitisch. Also, das ist Misteln. Misteln sind ausdauernde Gewächse, die parasitisch auf der oberirdischen Teilen, Stämmen, Ästen und Zweigen von Gehölzen. Misteln sind überwiegend immer grüne, ein- oder zweihäusige Halbschmartrosen. Außerdem habe ich gelernt, dass der Grad der Schädigung des Mistelbaums auf einer 7-Punkte-Skala bestimmt wird. Es gibt mehr als 25 Mistelbüschen in diesem Baum. Deshalb ist er stark betroffen. In diesem Baum gibt es keine Mistelbüschen, aber er hat einen gefährlichen Nachbarn und es wird angenommen, dass er bereits bedingt betroffen ist. So, in diesem Gebiet ist eine große Anzahl der Bäume mit diesen Krankheiten registriert. Mistel macht 50% aller Krankheiten aus. Mykosen machen 26,9% aus. Andere Krankheiten wie Verformungen, Tumoren, Krebsgeschwüre machen 7,7% aus. Alles passend. Wenn Mistel den Baum erheblich beschäftigt, werden die Zweige deswegen trocken und sterben aus. In Folge stirbt der Baum aus. Sobald Sie dieses gefährlichen Schädigungs in Ihrem Garten entdeckt haben, retten Sie sofort den Baum. Nehmen Sie die Gartenschere und scheiden diese Parasitpflanze aus. Ich hoffe, diese Information war nützlich und die Behörden der Stadt Чернівці werden sie definitiv beachten.